Moin, meine Freunde der musikalischen Unterhaltung. Was geht ab? Hier ist euer DJ 7. Und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 12. Und wie ihr seht, ich mache die Begrüßung wieder per Vlogging-Kamera. Und das hat den Grund, weil ich schon leicht auf dem Sprung bin, weil es geht heute, wie ihr schon vielleicht an meinem Dress erkannt habt, zum Fußball. Es geht nach München, zum FC Bayern München, zum DFB-Pokalspiel FC Bayern gegen Schalke. Und wie gesagt, ich bin schon leicht auf dem Sprung, deswegen würde ich sagen, nicht lange reden, here we go, auf geht's nach München. Bayern München, alle! DFB-Pokal, Bayern gegen Schalke! So, gerade in München angekommen, hinter mir seht ihr die wunderschöne Allianz Arena. Ich weiß nicht, ob ihr mich richtig hört, weil es ist ziemlich windig. Aber ja, wir sind gerade angekommen und wir gehen jetzt in die Stadt. Da gehen wir noch was zu essen. Oh, krass. Und ja, von da aus melde ich mich. Schalke mit DJ 7 und natürlich eine Menge los und ich würde sagen, das wird heute ein richtig geiles Spiel. So, und gerade wieder am Parkhaus von der Allianz Arena angekommen. Aber jetzt, meine Freunde, jetzt ist Fußball angesagt, DFB-Pokal gegen Schalke, auf geht's! Hier in der Allianz Arena ankommen und wir sitzen ziemlich geil, weil wir sitzen genau über der Südkurve.
Kurve, wo die richtigen Fans sind. Und da muss man sagen, Stimmung ist garantiert. Wir freuen uns auf ein richtig geiles Fußballspiel und dass die Bayern gewinnen. Und ich würde jetzt mal sagen, viel Spaß mit den Bildern aufs Spiel. Freunde, jetzt wird Fußball gespielt. Ich grüße alle Leute im Stadion, im Süden, im Norden, im Osten und Westen. Servus miteinander, wir sind wir. Schalke! Danke! So, und das war
aus mit der ersten Halbzeit und was für ein Spiel, Alter. 3-0 steht für die Bayern. Einfach mal eiskalt 3-0 in der ersten Halbzeit. Ja. Der Typ hier hat auf 6-0 getippt. Bis jetzt scheint das nur möglich zu sein. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit wird. Scheiße! 04! Tschalalalalala! Tschalalalala! Zurückbleiben bitte! Zurückbleiben bitte! Zurückbleiben bitte! Zurückbleiben bitte! Zurückbleiben bitte! Bier, Bier! So, und wir zu Hause angekommen. Was für ein geiles Spiel! Schalke 04 einfach mal 3-0 weggeklatscht. Und das war das erste Mal, wo ich mit dem Auto nach München gefahren bin, sonst immer mit dem Bus. Und so durfte ich auch einmal erfahren, was es heißt, im Parkhaus zu parken, weil da war nach dem Spiel Rennen angesagt, weil da war mal jeder vom Stadion ins Parkhaus gerannt ist, um da nicht allzu lange unten im Parkhaus im Stau zu stehen, um rauszukommen. Aber wie ihr gesehen habt, haben wir das ziemlich gut hinbekommen. Rennen ist für den Sportmeister 7 ja kein Problem. Ja. Aber nur gut, an dieser Stelle bedanke ich mich noch einmal bei den Jungs. War ein geiler Tipp gewesen. Und ich hab was im Auge. Moment. Besser. So, und das war's auch schon für diese Woche. Aber ich habe noch zwei kleine Informationen für euch. Information Nummer 1, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem neuen Mixtape Basecore. Das Mixtape ist nicht für jeder was, das ist eher für die Waver unter euch was. Im Mixtape drin ist Trap, Drum Bass, Dubstep, Bassmusik und auch ein bisschen härteren Stuff. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, ein bisschen was härteres zu hören, Link unten in der Videobeschreibung, drückt drauf, hört das an. Und natürlich gibt es das Mixtape auch als Freedomload. Zweite Information, ganz unten in meiner Videobeschreibung findet ihr meine aktuellen Termine, wo ihr mich findet. Also da könnt ihr ruhig jede Woche drunter schauen. Da seht ihr automatisch unten, wo ich überall dieses Wochenende zu finden bin. Aber wie gesagt, das war's von diesem Vlog. Falls es dieser Vlog gefallen hat, auch als Nicht-Bayern-Fan, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ruhig machen. Unten oder am Abspann einfach drauf drücken. Ich freue mich wie immer auf jeden Like und jeden neuen Abonnenten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist mein Birthday-Vlog. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen wie...